Hallo ihr Lieben, ich wollte euch ein Update zu meinem Video geben. Also wir haben gestern, nachdem einiges von meinem Video in verschiedenen Gruppen und Regionen gepostet wurde, einen Anruf vom Jugendamt bekommen. Ihr hört, ich bin etwas heiser. Und das Jugendamt hat sich bei uns gemeldet und uns mitgeteilt, dass sie dann nun doch am heutigen Tag vorbeikommen wollen, um den Test durchzuführen. Wir waren erstmal sehr froh darüber, dass dies überhaupt funktioniert. Wir wollten auch, wie in den Kommentaren vielleicht mitgeteilt worden ist, wir würden Leitungen blockieren, würden nur an uns denken. Dem Ganzen möchte ich mich entgegenstellen, weil das ist nicht so. Wir haben erst reagiert, nachdem uns mitgeteilt worden ist, dass mein Mann sich in unmittelbarer Nähe von einem bereits Infizierten mit Menschen befunden hat. Und erst daraufhin, sind wir in Aktion getreten. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil als mein Mann von diesem Lehrgang, es war keine Party oder sowas, wie man vielleicht jetzt ja auch uns schon unterstellen wollte, als weil mein Mann von diesem Lehrgang wieder zurückgekommen ist, sind noch 3 weitere Tage vergangen, bis er es erfahren hat, in denen unsere Tochter zum Beispiel, die ja auch Kontakt zu meinem Mann hat, was ganz logisch ist, was sich überhaupt nicht vermeiden lässt, zumal wenn man es nicht weiß, auch die Kita besucht hat oder mit anderen Kindern gespielt hat. Mein Mann auf Arbeit war, arbeitet in einer Sicherheitstechnik, wo er jeden Tag rund um die Uhr im Einsatz ist und auch mit Menschen in Kontakt kommt. Und wir wollten das nicht einfach nur mal testen lassen, um sicher zu sein, ob wir den Virus haben oder nicht haben, sondern einfach um die Infektionskette zu unterbrechen und eben nicht andere Menschen in Gefahr zu bringen, indem wir sie infizieren oder anstecken oder wie auch immer. Zumindest eben auch den Mitmenschen um uns drumherum mitteilen zu können, ja, es ist so oder nein, es ist nicht so, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Denn jeder macht sich in irgendeiner Form Sorgen, wenn er erfährt, dass er mit jemandem in Kontakt getreten ist, der halt positiv auf diesen Virus getestet wurde. Und wie gesagt, viele sagen immer, also ich persönlich muss jetzt mal dazu sagen, ich bin kein Virologe und ich arbeite in keinem Labor oder wie auch immer. Ich belese mich, ich halte mich auf den Laufenden, so wie sich das gehört. Und wenn ich dann andere höre, die dann immer sagen, was ihr euch nur für Gedanken macht, es ist ja nur eine Grippe. Das sind für mich Menschen, die nicht lesen können. Es wird überall und eindeutig immer gesagt, es ist nicht eine Grippe, sondern man hat grippeähnliche Symptome. Und das ist ein Unterschied, ob es grippeähnliche Symptome sind oder ob es wie eine Grippe ist. Na? So eine Grippe ist noch lange nicht so gefährlich wie dieser Virus. Und wenn man vorbelastet ist oder vorerkrankt ist, und wer ist das heutzutage eigentlich nicht mehr? Es gibt kaum noch Kinder, die nicht auf irgendwas Allergien haben, die nicht in irgendeiner Form. Es gibt ganz, ganz viele Kinder, die chronische Bronchitis haben, Menschen, die Asthma haben, viele ältere Leute, die fast alle vorbelastet sind. Ja, also ich kenne kaum eine Omi oder einen Opi, der nicht in irgendeiner Form irgendein Wehwehchen hat, weil die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Natürlich sind die vorbelastet und die möchte ich natürlich nicht in Gefahr bringen. Alleine schon, wenn ich einkaufen gehe, bringe ich andere damit in Gefahr, wenn ich weiter so tue, als wäre nichts. Aber warum ich mich eigentlich gemeldet habe, ist, also wir haben das gestern dann dieses Video gepostet. Es ist in mehreren Gruppen geteilt worden. Wir bekamen dann, wie gesagt, den Anruf vom Jugendamt, vom Gesundheitsamt, entschuldigt bitte. Siehe da, heute kam auch ein Fahrzeug, nämlich vom Malteser. Und es stieg auch eine Person aus, aber er kam leider nur mit einem Röhrchen. Sprich, wir wollten ihn reinlassen, er kam aber nicht rein, er kam nur bis an die Tür. Hatte Mundschutz, Brille und so einen grünen Kittel, so einen OP-Kittel an.
und Handschuhe und überreichte meinem Mann ein Röhrchen, wo er ein Stäbchen rausnehmen sollte, sollte sich selber halt im Rachen und in der Nase einen Abstrich machen, musste dann das Stäbchen in das Röhrchen stecken. Und eigentlich wollte mein Mann ihn noch fragen, ja, wie es jetzt weitergeht, aber er war eigentlich schon wieder auf der Flucht. Da ist mein Mann noch schnell hinterher und hat gefragt, wie es jetzt ist, wie lange das dauert, bis man dann etwa Bescheid bekommt und wie es denn aussieht mit Frau und Kind. Da sagte uns halt dann der Mitarbeiter vom Malteser, das ist vom Jugendamt, entschuldigt bitte, vom Ordnungsamt und vom Gesundheitsamt, die Anweisung gegeben hat, nur meinen Mann zu testen, Frau und Kind nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass man davon ausgeht, beim Gesundheitsamt, wenn man den Mann getestet hat und er negativ ist, dass dann dementsprechend Frau und Kind auch negativ sind. Ob das jetzt diese logische Schlussfolgerung daraus ist, weiß ich nicht. Aber es gibt hier weder Einrichtungen, wo man sich testen lassen kann, noch gibt es irgendetwas anderes, weil ich in den Kommentaren eben auch gelesen habe, es würde also Stellen geben, wo man hingehen kann und sich testen lassen kann. Das gibt es halt hier leider nicht. Und deswegen werden wir uns auch weiterhin selber in Quarantäne behalten und versuchen, soweit wie es geht, keinerlei andere Menschen in Gefahr zu bringen. Und die Vorwürfe, wir würden nur wissen wollen, ob wir positiv sind oder nicht, die weise ich einfach zurück. Es geht darum, andere Menschen nicht zu infizieren, falls man positiv ist. Und wenn wir nicht positiv sind, würden wir dann auch keine Quarantäne mehr benötigen und könnten anderen Menschen helfen, die vielleicht positiv sind, die nicht einkaufen gehen können oder die anderweitig Hilfe benötigen. Und mein Mann könnte weiterhin seiner Arbeit nachgehen, nämlich die Sicherheit aller eigentlich zu gewährleisten. Denn er muss täglich raus und Alarmanlagen kontrollieren, konfigurieren und schauen, dass alles seinen geregelten Gang geht. Und wenn jeder nur an sich denken würde, dann würde das gesamte System zusammenbrechen. Wir können nur ein Miteinander. Und ein Miteinander heißt nicht, anderen Menschen zu sagen, man würde nur an sich denken. Wir denken nicht an uns, sonst würden wir uns nicht in Quarantäne begeben, sondern wir denken an alle. Soweit der aktuelle Stand. Laut des Mitarbeiters vom Malteser soll das Testergebnis in 2 Tagen vorliegen. Wie das weitergeht, ob wir dann einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen oder ob wir einen Anruf woanders her bekommen, vom Hausarzt vielleicht oder was, das wissen wir leider nicht. Das ist uns in der Form leider nicht mitgeteilt worden. Und ja, so viel dazu. Ich freue mich auf die sehr, sehr viele Resonanz auf mein Video. Ich freue mich darüber, dass ihr das so oft geteilt habt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das weiterhin teilen würdet. Einfach nur, damit die Menschen nicht weiterhin in falscher Hoffnung sind und glauben, wenn sie jetzt Symptome haben, einfach die 116 117 anzurufen und darauf zu hoffen, dass man Hilfe bekommt. Die wird man nicht bekommen. Das war eigentlich Sinn und Zweck meines Videos, das den Menschen zu sagen, ihr seid in falscher Hoffnung, versucht euch selbst zu helfen, versucht zu Hause zu bleiben, versucht es so weit wie es geht selbst auszukurieren, solange ihr nicht in Lebensgefahr schwebt. Ja, das System ist sicherlich völlig überfordert, aber für mich heißt es eigentlich nicht überfordert, sondern für mich bedeutet es schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet und deswegen kann ich es nur anprangern und sagen, wir haben oder unsere Regierung weiß es seit Januar. Es ist im Dezember in Wuhan ausgebrochen. Sie wissen das alle schon seit Januar. Da habe ich schon Garanzzeit von 14 Tagen draufgepackt und jetzt haben wir Mitte März. Und Mitte März wird überall
egal ob Krankenhaus, Gesundheitsamt oder wie auch immer, erzählt, wir sind überfordert, es gibt keine Teststäbchen, es gibt das nicht, es gibt das nicht. Und wenn eine Regierung es nicht schafft, innerhalb von 6 Wochen so weit Vorbereitungen zu treffen, dass die eigene Bevölkerung abgesichert ist, tja, dann kann sich nur jeder selber helfen. Und dann braucht man aber auch in Zukunft nicht mehr darauf zu hoffen, in irgendeiner Weise Hilfe zu bekommen. Ich finde es einfach nur traurig. Schaut, dass ihr zu Hause bleibt. Meidet, so weit wie es geht, soziale Kontakte. Und ich wünsche allen alles Gute. Bleibt gesund. Macht alles erdenklich Mögliche, um andere Menschen nicht in Gefahr zu bringen. Und wenn ihr nicht infiziert seid, schaut, dass ihr anderen Menschen helft, die vielleicht eure Hilfe brauchen, weil es ist nichts schlimmer, als alleine dazustehen und nicht zu wissen, wie es weitergehen soll. Danke.